So, als nächstes haben wir den Wellenklingenschaft und den Wellenschaft. Ganz ehrlich, die beiden können wir auch mal rausschmeißen. Machen wir das Ganze hier doch ein bisschen anders. Kriegen wir alles da rein? Nö. Und hier würden wir auch nicht alles reinkriegen, gell? Nee. Schmeiß mal hier von zwei raus, da sind nämlich nur noch 5er Stacks hier drin. Das können wir alles raus tun. So, jetzt ist hier etwas überladen. Das tun wir mal alles hier rein, so Questgegenstandsmäßiges Zeug. Beta ist voll. Haben wir sonst irgendwas, was wir da rausschmeißen könnten? Tu mal den raus, da dürften die, nein, nicht die, die da wenigstens reinpassen, dann hast du. Nicht mehr ganz so viel. So, das geht zu Keldon. Abwehrtränke. Ja, dann gib mal den zurück. Da sind die Teile. Schildamulett brauchen wir eigentlich nicht. Kann weg. Und das Grünsteinamulett. Das heben wir mal sicherheitshalber auf. Das. Hä, warte, was stand da? Hast du verlangsamen? Nee, das Ding ist eher schlecht. Ring der Gnadentöter brauchen wir gerade nicht. Und Diebeshandschuhe auch nicht. Und das war der Schlüssel zum Keller der Schattendiebe. Den lassen wir mal hier und die Keule können wir auch verkaufen eigentlich. Gut, dann schmied mal das nächste Teil. Darf ich mal sehen? Da schau sie. Schau, na da, schau. Ah, das sieht doch interessant aus. Ihr besitzt den Griff und die Klinge einer Hellebarde. Die Macht des Wassers in seiner elementaren Magie. Hochinteressant. Wenn ihr wünscht, kann ich euch diese Waffe wieder zusammenfügen. Was würde das kosten? Ja, an die Arbeit wieder 7500. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Hellebarde plus 5, die Welle. Diese Waffe wurde vor Urzeiten von einem Kult von Ambali-Anbetern gefertigt. Sie war als Werkzeug der Rache gedacht und soll dem Champion des Kults dabei helfen, dem Feuerriesen des Sturmhorngebirges ein heiliges Artefakt zu entreißen. Natürlich war ein einzelner Champion mit der Aufgabe hoffnungslos überfordert und Welle galt seit jenem Tag als verschollen.
Wenn ein Gegner von Welle getroffen wird, ihm zu 15% Körperflüssigkeit entzogen, wodurch das Opfer zusätzliche 15 Schadenspunkte erleidet. Feuerelementare Ifrits und Salamander, die von Welle getroffen werden, werden augenblicklich getötet. Ja, Welle ist sehr stark. Ist eine von den möglichen Waffen für Minsk. Euer Geräusch geht mir langsam auf die Nerven. Hey, was ist denn das? Handwerkskunst der Gif? Das habe ich seit mehr als 100 Jahren nicht mehr gesehen. Ja, hier, ihr seht, Heft und Klinger ist Silberschwert von Warpal gefertigt. Wenn ihr euch den Zorn der, wenn euch der Zorn der Gif nicht stört, dann wäre ich bereit, euch diese Waffe wieder zusammenzusetzen. Was würde das kosten? Ja, wieder 7500. Also ja, Comfire war wirklich am teuersten mit 4 Teilen und... ...10.000 Goldstücken. Starkes Zwergenbier. Oh, ich denke, wir sind soweit. Jetzt sorgst du damit um. Wenn ihr wieder was findet, dann wisst ihr, wo ihr es hinbringen müsst, nicht wahr? Haben wir noch was? Darf ich mal auf den Blick werfen? Nee, ihr habt nichts dabei, mit dem wie sie was machen, diese. Wenn ihr später mit was Interessantes herkommt, dann vielleicht. Oh, meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Ich wäre der nicht was gewesen? Nö. Ich weiß, es gab noch irgendwo die Möglichkeit, ein Horn zu schmieden. Aber ich habe echt keine Ahnung mehr, wie das gegangen ist. Ich glaube, dazu brauchte man einen bestimmten Edelstein. Und das Horn, aber das Horn habe ich noch nicht, weil das ist nicht das Horn, was ich jetzt hier drin habe. Also nicht das Schmetterhorn, sondern ein anderes Horn. So. Silberschwert. Das Silberschwert strahlt eine düstere Aura aus. Die Klinge ist so scharf, dass sie vermutlich den Kopf eines Gegners mit einem Hieb vom Leib trennen könnte. Bei jedem Treffer besteht eine 25% Chance, das Ziel sofort zu töten. Rettungswurf gegen Tod plus 2 Malus. 1W10 plus 3 Klinge. Kann nicht verwendet werden von dem Druiden, Kleriker, Magiern, Mönchen. Ja, das ist ein guter Ersatz für das Teil. Damit hätte er minus 3 und 5,5. Das ist ein guter Ersatz für den Drachenodem. Mit dem hätte er minus 3 und 2, ja. Hätte aber eine minus 4 Waffe, nicht nur eine minus 3 Waffe, aber wir lassen ihn mal die minus 3 Waffe benutzen. Ja, wenn... Wisst ihr, euer Wunsch ist mein Begehr. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Terminisel. Also eigentlich ist das wieder Elminster. Hallo meine Junge, kann ich eins oder zwei Worte mit dir wechseln? Kenne ich euch? Die Stimme klingt mir vertraut, doch euer Gesicht... Vielleicht haben wir uns ja schon mal getroffen. Wir sind viel mit dem gleichen Kreis unterwegs gewesen, aber nicht zur gleichen Zeit. Terminisel ist mein Name und ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Wir haben uns doch bei den Hafnern getroffen, oder? Ich habe genug von ihnen. Ich habe dort viele anständige Personen getroffen, aber ich will verdammt sein, wenn ich mich für ihre Fehler kreuzigen lasse. Ja, nun beruhigt euch bitte einen Augenblick lang. Ich weiß über die Ereignisse wohl Bescheid und ich möchte euch eine einfache Frage stellen. Dann tut dies. Ich möchte diese Angelegenheit ein für mal hinter mich bringen. Das hatten wir eigentlich doch schon. Oh, lass uns einige Dinge klären. Ich interessiere mich gar nicht so für die Details der Ereignisse in der Hafnerfeste. Nein, ja, Herr, ich möchte euch eine andere Frage stellen. Zum Guten oder Schlechten, ne? Habt ihr euch entschieden, euer Schicksal mit dem Talisas zu verbinden? Sie ist abgesehen von vielen anderen Dingen ein Kind Bals. Ja, ich weiß davon, also schaut bitte nicht so verblüfft. Schlussendlich habt ihr euch dazu entschlossen, euch gegen eure eigenen Gefährten zu wenden und der Sprache eures Herzens zu folgen. Ihr habt das Talisas Tango gesehen, um
mit ihr sowohl Zeiten des Kampfes, aber auch Zeiten des Friedens durchgestanden. Ihr habt getan, was ihr habt getan. Es gibt keine Denying. Die Gründe, für die sind dein, und ich vertraue, sie sind valid, wenn ihr sie glaubt, sie zu sein. Das ist meine Frage, Jaehaerys. Did you do the right thing? Ihr habt getan, was ihr getan habt. Das kann man nicht leugnen. Ihr habt gewiss eure Gründe und die wiegen sicherlich schwer, wenn ihr daran glaubt. Das ist meine Frage, Jaehaerys. Habt ihr das Richtige getan? Ich würde zweifellos erneut so handeln. Ja. Es wurde bewiesen, dass Salissa eine anständige Person ist und die anderen sind umso größere Narren, wenn sie die Wahrheit nicht ins Gesicht sehen wollen. Dann sollte der Zwischenfall auch von diesem Gesichtspunkt aus beurteilt werden. Denkt nicht mehr darüber nach. Oh, bevor ich es vergesse, dieser kleine Gegenstand war für euch bestimmt. Ich denke, er ist in all der Aufregung vergessen worden. Tragt ihn bitte mit Stolz. Ja, und dann an die Arbeit. Ich glaube, ich kann eurem Verhalten, nur da ich es in Augenschein nehmen durfte, den richtigen Namen zuweisen. Ich hätte mir ja denken können, dass ihr Anagramme liebt, Terminse. Ja. Ja, nun irgendwie muss man sich ja im Greisenalter noch ein wenig amüsieren. Viel Glück, Jaehaerys. Glaubt nicht, dass man euch aufgegeben hat. Bloß weil einige so reagieren. Wir agieren nicht auf diese Weise. Ja, der gute Elminster. Schon wieder? Er hat uns noch eine Hafnernadel gegeben. Hat das was im Tagebuch gemacht? Ach, herrje. Das habe ich eigentlich noch gar nicht so beäugt, das Tagebuch der letzten paar Male. Ja, während meiner Zeit in Ad-Katla und meinen Abenteuern inner- und außerhalb der Stadt habe ich Hinweise gefunden. Lass uns erstmal wo reingehen, wo es gemütlicher ist. Und es nicht regnet. Keine große Herausforderung. So, mal kurz ins Tagebuch schmökern. Ja, während meiner Zeit in Ad-Katla meinen Abenteuern, weil zwei haben wir auf jeden Fall. Das mit den Meuchelmördern. Und so weiter. Während meiner Zeit in Ad-Katla und in meinen Abenteuern in und außerhalb der Stadt habe ich Hinweise gefunden, die auf eine Auseinandersetzung zwischen den Schattendieben und einer anderen Gruppe schließen lassen. Einer Gilde, die voller Vampire und vielleicht noch übler Kreaturen ist. Die Feinde der Schattendiebe sind nur auch meine Feinde, dessen bin ich sicher. Galen hat mich mit einem Schlüssel zum Schattenmeister der Schattendiebe geschickt, der die gesamte mächtige Organisation steuert. Arandin Vale. Dies ist bei weitem angenehmer, als Hilfe von Vampiren zu erhalten. Allerdings zweifle ich, dass das Gold, das ich Galen gab, die letzte Bezahlung war, die ich für die Hilfe der Schattendiebe leisten musste. Nach Datum bitte. Ich habe die Aufträge, die Arandin Vale mir gab, erledigt. Dazu gehörte die Vernichtung der rivalisierenden Gilde, die Bodhi aufgebaut hatte, und die Vertreibung des Vampirs selbst. Und jetzt hat mich der Schattenmeister über ein paar Dinge aufgeklärt. Es waren die Schattendiebe, die Nikos in dem Verlies, in dem ich erwachte, angegriffen haben. Sie hatten von meiner Entführung gehört, ihm aber nicht viel Bedeutung beigemessen. Doch dann tauchte Bodhis Gilde auf und viele der Schattendiebe verschwanden plötzlich. Es gelang ihnen, Irenikos Verlies ausfindig zu machen, sie brachten es mit Bodhi in Verbindung. Ich wurde Zeuge ihres anschließenden verheerenden Angriffs. Aran fühlt sich teilweise für Imrens Entführung verantwortlich und erklärte mir, dass sie und Irenikos an den gleichen Ort gebracht wurden. Ein auf einer Insel gelegenes Heim für gestörte Magier, welches Zauberfeste genannt wird. Das Gold, das ich zur Verfügung stellte, wurde genutzt, um die Überfahrt zur Insel zu bezahlen. Dort werde ich die Antworten finden, nach denen ich suche. Aran warnt mich jedoch, dass es sich bei dem Heim um eine wahre Festung handelt, die dafür gedacht ist, verrückte Magier und andere Verirrte zu verwahren. Alleine schon hinzugelangen würde ein echtes Kunststück darstellen. Nichtsdestotrotz ist die Überfahrt mit einem Freibeuter namens Simon Havarin gebucht und ich bin auf dem Weg. Das Silberschwert, welches Simon mir gab, war von Givienke gestohlen.
Er wusste ohne Zweifel, dass sie es suchen würden. Sie versuchten, jeden zu töten, um ein Exempel zu statuieren. Aber während der Schlacht kam ein Matrose von unten herauf und meldete, Saugin hätten das Schiff gestürmt, dass es gerade sinke. Simon teleportierte sich sofort weg, verdammter Verräter.